Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mich hat es leider erwischt. Das erste Mal im April und das zweite Mal jetzt im August. Leider hat es mich wieder erwischt. Man hat jetzt zum zweiten Mal hier auf YouTube ein Video von mir gelöscht. Was meint ihr, zu welchem Thema ich in diesen beiden Videos gesprochen habe? Was ist denn jetzt das Thema Nummer 1? Seit ein paar Monaten bei uns in den Medien und auch bei den Politikern. Es geht um einen winzigen, kleinen, unsichtbaren Erreger, der uns alle in Angst und Schrecken versetzen soll. Ich war im August in Karlsbad in Tschechien. Da war auch unser Mitbewohner, der Henry, dabei vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Den Kanal verlinke ich auch oben in den Infokarten. Und im August gab es keine Maskenpflicht in Tschechien, schon seit dem 1.7. Und dazu haben wir ein Video gemacht. Ein bisschen erzählt, wie es so ist, ohne Maske einkaufen zu gehen, unsere Gedanken dazu, auch persönliche Erfahrungen. Und dieses Video hat man schon nach ein paar Tagen gelöscht. Ich zeige euch das mal. Nicht, dass ihr meint, ich hätte mir das nur ausgedacht und mein Video selber gelöscht. Also der Grund ist unangemessener Inhalt. Das Video hieß, glaube ich, endlich wieder einkaufen ohne Maske oder so ähnlich. Also das Video wurde nach 4, 5 Tagen gelöscht. Ende März habe ich mit dem Henry auch ein Video hochgeladen. Corona-Pandemie, was steckt wirklich dahinter? Da haben wir mal so die ganzen Theorien nochmal so analysiert bzw. benannt, was Aufklärer, sogenannte Aufklärer meinen, was wo dahinter steckt, unsere eigene Meinung auch dazu gegeben. Und dieses Video wurde dann, glaube ich, so nach einer Woche oder nach 10 Tagen gelöscht. Das zeige ich euch auch mal. Und auch wieder der Grund unangemessener Inhalt. Das letzte gelöschte Video, also das Video von Karlsbad, haben auch einige Freunde von uns gesehen und die können überhaupt nicht verstehen, warum dieses Video gelöscht wurde. Da war ja überhaupt nichts Anstößiges dabei. Also kann man nicht mal mehr zu dieser Thematik ganz frei und offenkundig seine Meinung äußern. Was haben wir denn da so Schlimmes gesagt, dass dieses Video gelöscht werden muss? Wer das Video nachschauen möchte, ich habe auch einen Telegram-Kanal, Silke Leopold, den Link setze ich euch auch unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Ihr müsst ein bisschen zurückscrollen. Ich glaube, ich habe das am 17. August nochmal auf meinen Telegram-Kanal hochgeladen. Da könnt ihr das Video dann nachschauen. Und das Video, was dann Anfang April gelöscht wurde, wo wir auf verschiedene Theorien eingehen, was hinter dieser ganzen Pandemie stecken könnte, das ist, glaube ich, der erste Beitrag auf meinem Telegram-Kanal. Da müsst ihr bis Anfang April zurückscrollen. Also wer viel Zeit hat und sich das Video anschauen möchte, der kann einfach auf Telegram, auf meinem Kanal einfach ein bisschen zurückscrollen und sich das Video dann anschauen. Auf meinem persönlichen Telegram-Kanal berichte ich nicht nur über dieses Erregerthema. Ich teile da zum Beispiel auch meine Videos. Das ist vor allem für die Menschen interessant, die jetzt meine Videos nicht mehr angezeigt bekommen, dass ich sie veröffentliche, die mich zwar abonniert haben, die Glocke auch betätigt haben, aber die keine Informationen mehr bekommen. Also ich teile Blogartikel, Videos, ich teile auch persönliche Momente, die ich jetzt nirgendwo teile. Ich spreche auch mal Sprachnachrichten und immer mal eben kritische Gedanken oder kritische Beiträge zu diesem großen Erregerthema. Es gibt auch noch einen Telegram-Kanal, den ich mit Henry zusammen betreibe, die Vogelperspektive. Da sind wir durchaus kritischer und teilen da auch viel mehr und sprechen auch hin und wieder mal eine Sprachnachricht. Ich möchte betonen, alles, was wir in die Vogelperspektive teilen, das spiegelt nicht zu 100% unsere Gedanken, unsere eigene Wahrheit wider. Wir wollen mit diesen Beiträgen einfach nur zum Nachdenken, zum Selberdenken anregen. Glaubt ihr, dass es zu diesem Erregerthema nur eine einzige legitime Meinung gibt? Dass sich zum Beispiel alle Mediziner, alle Wissenschaftler einig sind, dass das eine große Gefahr ist und gewisse Maßnahmen verhängt werden müssen? Glaubt ihr das? Also es gibt mittlerweile so viele Mediziner und auch Wissenschaftler, die das bezweifeln. Aber die kommen in den Medien einfach nicht zu Wort. Die gehen dann zu alternativen Medien, zu alternativen Kanälen und dann werden sie als Verschwörungstheoretiker betitelt, weil sie eben dort auftreten und werden auch in den öffentlichen, unrechtlichen oder eben auch im Privatfernsehen, im TV diffamiert. Ist das echte Wissenschaft, wenn man keinen offenen Diskurs zulässt? Es gibt zum Beispiel einen Mikrobiologen, der schon seit Jahrzehnten in seinem Bereich geforscht hat, und zwar ist es der Dr. Bhakti, und der hat ein Buch veröffentlicht, Corona-Fehlalarm. Und ihr könnt es vielleicht erkennen, da gibt es auch da so einen Aufkleber, Spiegel-Bestseller. Wie kann das sein,
dass Dr. Bhakti ein Buch geschrieben hat, was Spiegel-Bestseller ist, wieso kann man ihn nicht in den TV-Shows finden? Wieso wird er nicht eingeladen? Wieso wird in den öffentlichen, rechtlichen, unrechtlichen Medien nicht mit ihm gesprochen? Wieso gibt es keinen echten, offenen Diskurs? Dr. Bhakti versucht mit diesem Buch sachlich aufzuklären. Er bietet wissenschaftliche, fundierte Informationen und untermauert das auch mit Fakten. Ich kann mal kurz im Inhaltsverzeichnis, gibt es mal eine Einführung, wie begann dieser ganze Albtraum, wie gefährlich ist dieser Erreger, dann die Situation in Deutschland, dann auch Kollateralschäden, was passiert, also was sind die Konsequenzen von diesen ganzen Maßnahmen, wie haben das andere Länder gemacht, welche Maßnahmen wären eigentlich richtig gewesen, dann auch das totale Versagen der öffentlichen Medien. Und das finde ich auch, ich verfolge das ja schon länger. Er schreibt zum Beispiel zu den Medien: In einer funktionierenden Demokratie erfüllen Medien grundlegende Funktionen. Sie sollen das Volk umfassen und vielfältig informieren, durch Kritik und Diskussion zur Meinungsbildung beitragen. Unabhängig und unvoreingenommen sollen sie als vierte Gewalt die Mächtigen kontrollieren. Habt ihr das in dieser Erregerkrise erlebt? Also ich nicht. Also genau das Gegenteil. So eine Angst und Panik verbreitet und kein offener Diskurs wurde zugelassen. Also ich finde dieses Buch auch ganz spannend und kann es auch empfehlen. Ich habe es sogar in meiner eigenen Familie weiter verschenkt und das hat auch zu einem Erkenntnisgewinn geführt. Wer sich für das Buch interessiert, ich setze euch den Link auch unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Ist wirklich interessant und man sollte sich wirklich die Frage stellen, wie kann eine Koryphäe in seinem Thema nicht eingeladen werden? Wie kann seine Meinung, seine Fakten, seine fundierten Informationen, wieso werden die zu einem öffentlichen Diskurs nicht herangezogen? Fragt ihr euch das nicht selber auch? Man kann sich natürlich auch fragen, hat das Ganze hier überhaupt noch mit echter Wissenschaft zu tun, was wir hier sehen? Oder mit Wahrheit? Wie seht ihr das? Ist auch sehr interessant. Wisst ihr eigentlich, was Virus bedeutet? Schaut mal bei Wikipedia. Virus ist Latein und bedeutet übersetzt Schleim bzw. Gift. Und die, die mich schon länger verfolgen, die wissen ja auch, dass ich ein Vertreter oder eine Befürworterin der schleimfreien Heilkost von Arnold Ehret bin. Und da kann man natürlich einige Parallelen ziehen und sich Fragen stellen. Und das ist auch ein interessanter Erkenntnisgewinn, wenn man da mal ein bisschen tiefer steigt. Wer sich für die schleimfreie Heilkost interessiert, es gibt die kostenfreie Schrift, PDF, schleimfreie Heilkost von Arnold Ehret. Den Link dazu setze ich euch auch unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Ich möchte jetzt hier in diesem Video gar nicht zu tief in diese Erregerthematik einsteigen, nicht, dass das Video schon wieder gelöscht wird, aber ich habe ein paar interessante Links für euch. Es gibt zum Beispiel die Corona-Fakten, die haben mit Samuel Ecker zusammengearbeitet, da gibt es einen interessanten Artikel, der heißt Bürgeranfragen, das RKI gibt ihre Ahnungslosigkeit zu. Und es gibt noch einen Artikel, da geht es um die Corona-Zahlen und gewisse Widersprüche beim RKI. Auch sehr interessant, waren die Fragen sehr interessant. Verlinke ich euch auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Vor Monaten habe ich auch einen interessanten Text gefunden einer OP-Schwester zum Thema Maske und Schutz. Das ist ein bisschen längerer Text, den werde ich euch auch im ersten angepinnten Kommentar verlinken, aber dann so als Antwort. Und ich habe noch einen Artikel von euch von der Deutschen Apothekerzeitung. Ein Apotheker äußert sich zur Maske. Also ihr seht, es gibt immer mehr auch Ärzte, Apotheker. Es gibt ja mittlerweile Ärzte für Aufklärung, dann die Anwälte für Aufklärung. Es läuft auch ein unabhängiger Untersuchungsausschuss, der untersuchen soll, ob diese ganzen Maßnahmen wirklich verhältnismäßig waren. Es soll sogar einen Mitarbeiter beim Bundesinnenministerium gegeben haben, der diese Sachverhalte auch untersucht hat, der auch Mediziner, ich glaube auch den Bhakti zur Rate gezogen hat. Und er kam auch zu dem Schluss, dass diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig waren. Ich glaube, der Mitarbeiter wurde dann suspendiert und es wurde von oben abgewiegelt. Man sollte sich hier auch eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Hat der Lockdown mehr Schäden angerichtet als der Erreger selber? Es wurden OPs verschoben. Es wurden Behandlungen unterlassen, weil sich die Menschen nicht mehr zu den Ärzten getraut haben. Dann die Vereinsamung in Alten- und Pflegeheimen. Von diesem wirtschaftlichen Einbruch möchte ich ja gar nicht sprechen. Man kann sich auch fragen, wie ist denn das mit der Selbstmordrate oder Depressionen? Ja, was ist mit den Menschen in den letzten Monaten passiert? Das kommt ja gar nicht so in die Öffentlichkeit. Waren diese ganzen Maßnahmen wirklich verhältnismäßig? Und wenn nicht, wer wird dafür
zur Verantwortung gezogen. Im Mai oder Juni habe ich, glaube ich, ein Video veröffentlicht. Das habe ich in den letzten Monaten vermisst. Da gehe ich auf unser Immunsystem ein oder frage, wieso ist das kein Thema für die gesunden Menschen? Wie kann das Immunsystem in so einem Fall geschützt werden? Wir haben ein Immunsystem, ein starkes Immunsystem. Wieso gibt es von ganz oben, auch vom Gesundheitsminister, keinen Plan, keinen ganzheitlichen Plan, wie die Menschen ihr Immunsystem schützen und vor allem stärken können? Ihr wisst ganz genau, was an oberster Stelle steht, um die Menschen zu schützen. Und es hat mit einem kleinen Pieks zu tun. Das hat für mich überhaupt nichts mit Ganzheitlichkeit zu tun oder mit Wahrheit oder Freiheit. Uns wird eingeredet, wir sind alle Gefährder, wir müssen Angst vor einem unsichtbaren Feind haben. Und was mit den Kindern gemacht wird, auch in den Schulen, was jetzt gemacht wird, Maskenpflicht in der Schule, teilweise NRW, oder auch in den letzten Monaten, die Angst, die den Kindern sozusagen auch eingejagt wurde durch diese Informationen über Corona, das ist in meinen Augen nicht tragbar. Wir werden sehen, welche Schäden diese Infos, diese Panikmache an den Kinderseelen angerichtet hat. Ich kann keine öffentliche, sichtbare Auseinandersetzung erkennen im öffentlichen Raum, in den Medien, wo sich verschiedene Experten freigeistig und offen austauschen, wo wirklich alle Fakten, vor allem die Zahlen, die Statistiken auf den Tisch kommen. Und wisst ihr auch, was eigentlich untragbar ist? Dass immer von Infizierten gesprochen wird, statt von positiv Getesteten. Was misst eigentlich dieser PCR-Test? Der ist ja nicht mal validiert. Beschäftigt euch damit mal intensiver, was überhaupt getestet wird. Und da wird auch überhaupt nicht darauf eingegangen, ob diese ganzen in Anführungsstrichen Infizierten bzw. positiv Getesteten, ob die überhaupt Symptome haben. Die meisten Menschen sind beschwerdefrei. Und es gibt auch überhaupt keinen Beweis, dass Menschen ohne Symptome, wo der Test positiv ist, da kann ja auch falsch positiv sein, dass die ansteckend sein sollen. Ich habe festgestellt, als meine beiden Videos noch online waren, dass es einen regen Austausch unter diesem Video gab. Es wurden viele, viele Kommentare geschrieben und ca. 90-95% meiner Zuschauer, also zumindest die, die kommentieren, waren kritisch bis sehr, sehr, sehr kritisch. Das hat mich schon erstaunt und es war wirklich mal interessant, wie viele Menschen hier in Deutschland wirklich kritisch sind oder langsam ins kritische Denken kommen. Ich habe vor einigen Jahren das Buch Psychologie der Massen von Gustave Le Bon kennengelernt. Also ich habe es als Hörbuch. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, das Buch wurde 1895 veröffentlicht. Psychologie der Massen. Und er beschreibt auch, wie die Menschen gelenkt werden können. Wenn man dieses Buch liest, beziehungsweise sich dieses Hörbuch anhört, wird die Sprache erstmal ein bisschen befremdlich klingen, beziehungsweise gewisse Begrifflichkeiten. Da dürfen wir aber nicht vergessen, das ist ja auch der Zeitgeist von damals. Aber sehr, sehr interessant, sehr, sehr augenöffnend und ich möchte euch ein Zitat daraus von Gustave Le Bon vorlesen. Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer. Psychologie der Massen ist auf alle Fälle empfehlenswert, lesenswert bzw. auch hörenswert. Ich setze euch den Link zu Psychologie der Massen von Gustave Le Bon unter dieses Video bzw. findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Und es wird sich in nächster Zeit zeigen, ob die Mehrheit der Menschen, die Masse der Menschen sich in Richtung Wahrheit, Wahrhaftigkeit führen lassen oder ob sie lieber den Irrtum vergöttern. Die Medien spielen ja heutzutage wie nie zuvor eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Meinungsbildung. Deswegen möchte ich euch noch ein Buch empfehlen, Propaganda von Edward Bernays. Und das ist auch ein sehr, sehr interessantes Werk. Das ist auch schon älter, ich glaube, das wurde 1922 oder 28 das erste Mal veröffentlicht. Und Time Magazine hatte zum Beispiel dazu geschrieben, Edward Bernays, der Vater der Public Relations, entwickelt Strategien, mit deren Hilfe man Menschen dazu bringt, Dinge zu kaufen, die sie nicht wollen und Bedürfnisse zu befriedigen, die sie nicht haben. Und es wird natürlich auch in den Medien angewandt. Also die Strategien sind schon lange bekannt. Und ich lese euch da noch mal ganz kurz was daraus vor. Gleich das erste Kapitel, die Ordnung des Chaos beginnt so. Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften.
Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie sind die eigentlichen Regierungen in unserem Land. Und ich habe ja schon gesagt, 22 oder 28 ist dieses Buch das erste Mal veröffentlicht worden. Da gab es ja noch gar kein Fernsehen und ich glaube Radio in dem Maße auch noch nicht. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, welche Werkzeuge jetzt zur Verfügung stehen, um die Menschen in eine gewisse Richtung zu lenken. Habt ihr euch schon mal gefragt, auf was euer Weltbild aufbaut? Die meisten Weltbilder bestehen aus unhinterfragbaren Glaubensgrundsätzen. Unser Weltbild setzt sich aus Informationen zusammen, die wir für wahr befinden, aber die wir gar nicht überprüfen können. Wir bauen sozusagen auf Informationen auf, die wir für gegeben annehmen, weil sie uns in der Schule gelehrt wird, weil sie uns die Eltern sagen, weil es im Fernsehen kommt, weil es angebliche Experten sagen. Dann denken wir, das ist wahr. Aber nur weil etwas immer wieder wiederholt wird, heißt es ja nicht, dass es wahr ist. Vor allem können wir diese Wahrheit in den meisten Fällen nicht überprüfen. Für mich ist es deswegen immer wichtiger geworden, meine eigenen Glaubensgrundsätze zu hinterfragen und meine Konditionierungen aus früheren Zeiten, Schule, Eltern, Ausbildung, einfach zu hinterfragen. Was ist denn wirkliche Gedankenfreiheit? Wenn wir zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir nicht unser Weltbild sind, dass wir nicht unsere Gedanken sind, wir können unsere Gedanken ändern und somit kann sich auch unser Weltbild ändern. Ich habe in den letzten Jahren mein altes Weltbild aufgegeben. Viele Wahrheiten stellten sich für mich als Glaubenskonstrukt heraus. Ich habe festgestellt, dass da viel mehr Glauben dabei war als echtes Wissen. Ich habe schon früh als Kind, Jugendliche, auch später als junge Erwachsene vor allem, gern Dinge hinterfragt. Und ich weiß noch, dass meine Eltern immer mal gesagt haben, warum musst du immer so viele Fragen stellen? Warum kannst du die Dinge einfach nicht so hinnehmen, wie sie sind? Ich schaue ja schon seit 2013 kein Fernsehen mehr, höre auch kein Radio mehr und habe in dieser Zeit immer mehr zu mir gefunden, zu meiner eigenen inneren Wahrheit. Und ich will mich auch nicht durch diese Art Propaganda über Radio und Fernsehen ablenken lassen von dieser inneren Wahrheit. Kann es sein, dass es mal Zeiten gab, wo wir Menschen so klar bei uns waren und verbunden waren mit unserer inneren Wahrheit, die der objektiven Wahrheit sehr nahe kam? Könnt ihr euch vorstellen, dass es mal Zeiten gab, wo wir Menschen nicht belogen, nicht getäuscht und nicht manipuliert werden konnten, weil wir das sofort durchschaut haben? Also ich würde lieber in so einer Welt leben. Und ich würde auch in einer Welt leben wollen, also in einem System, wo Wahrheit, Frieden, Freiheit, Unversehrtheit, auch von Kindern, ein sehr, sehr hohes Gut ist. Diese Werte kann ich zum Beispiel bei unseren Politikern, bei unseren Medien nicht erkennen. Könnt ihr das? Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Text für euch zum Thema Erreger, Virus. Diesen Text hat Henry kürzlich in unserem Telegram-Kanal Die Vogelperspektive gepostet. Nur weil Viren oder Bakterien häufig bei einem Krankheitsherd zu finden sind, beweist das noch lange nicht, dass sie ihn verursacht haben. Die Medien vermitteln uns das Bild eines Virus, das herumfliegt und Menschen angreift, was absurd ist. Und sie sind sehr gottesfürchtig, wenn sie darauf hinweisen, wie viele Menschen von einem Coronavirus befallen und getötet worden sind. In welchem Gesundheitszustand waren die Menschen, die an diesem Virus gestorben sein sollen? Die Menschen, die angeblich an diesem Virus gestorben sind, waren Menschen, deren Körper jahrelang geschwächt wurden, weil sie Nahrungsmittel gegessen hatten, die für den menschlichen Körper nicht geeignet sind, verschmutzte Luft eingeatmet und andere ungesunde Lebensgewohnheiten hatten. Solche Körper hatten eine sehr geringe Vitalität und viele Giftstoffe in sich. Viren können sich, wie Bakterien, nicht auf einem gesunden, lebenden Boden vermehren, sondern nur auf einem giftigen Boden. Und nach meinem Verständnis besteht ihr eigentlicher Zweck darin, den giftigen Boden zu vernichten. Tatsächlich sind Viren submikroskopische, nicht lebende Teile abgestorbener Zellen, sodass Viren von Natur aus ein Teil eines zellulären Lebenszyklus und ein normaler Teil des Lebens auf diesem Planeten sind. Alle Zellen des Körpers erneuern sich ständig. Alte Zellen sterben ab und neue Zellen ersetzen sie. Zum Beispiel erneuert sich deine Haut ständig. Es befinden sich abgestorbene Zellen auf der Hautoberfläche. Der Körper wird sie los und sie werden durch neue Hautzellen ersetzt. Teile dieser abgestorbenen Zellen könnten wahrscheinlich als Viren klassifiziert werden und sie befinden sich an der Oberfläche deines Körpers, in dir und um dich herum.
Das Problem entsteht, wenn Menschen Giftstoffe, Viren und Bakterien aufnehmen, indem sie ungesund essen. Dann ist der Darm voll mit toxischem Material, welches ein idealer Boden für die Entwicklung von Viren und Bakterien ist. Gesunde und starke Organismen können leicht mit HIV, Grippe oder Corona leben. Viren an sich sind kein Problem. Das Problem ist, dass der Mensch seinen Körper vergiftet und damit zum Nährboden für die Virusvermehrung wird. Symptome wie Husten, laufende Nase, Niesen, Fieber, ein medizinisches Missverständnis, wie der Körper funktioniert. Alle Symptome sind selbstreinigende und selbstheilende physiologische Aktivitäten des Körpers. Was die Medizin Pathologie nennt, ist in Wirklichkeit Physiologie. Meine Definition von Krankheit: Krankheit, eine normale Reaktion des Körpers auf abnormale Zustände. Eine gesunde Ernährung und Lebensweise ist der Schlüssel zu wahrer Freude, Gesundheit und Glückseligkeit. Schließen wir den Beitrag ab mit den Worten von Bechamp und Bernard: Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Damit schließe ich jetzt, das war's von mir, mal wieder meine Gedanken zu einem kontroversen Thema. Ich freue mich natürlich wieder über regen Gedankenaustausch unter diesem Video. Was haltet ihr von dieser Thematik? Was sind eure Gedanken dazu? Und hier hat mein Schneidprogramm gestreikt. In der Rotdatei ist der Schluss komplett. Im Schneideprogramm fehlt die letzte halbe Minute. Ich wünsche euch noch eine harmonische Zeit. Versucht in eurer Mitte, in der Balance zu bleiben. Geht in die Natur. Verbringt die Zeit mit Familie und Freunde. Das ist das Wichtigste und Wertvollste, was wir haben. Versucht es euch gut gehen zu lassen. Geht liebevoll und achtsam mit euch und euren Lieben um. Bis bald, ihr Lieben.